Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Wenn du sehen möchtest, wie schnell und einfach du diese Chester-Stangen selbst machen kannst, dann bleib einfach dran. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen, gute Unterhaltung und guten Appetit. Bevor ich loslege mit den einzelnen Zutaten, ganz wichtig, stellt euren Backofen auf 220 Grad. Ich habe Ober- und Unterhitze gewählt. Dann benötigt ihr Parmesankäse. In dem Fall ist das geriebener Parmesankäse. Ihr könnt ihn auch selbst reiben. Als nächstes dann Paprika. Der ist edelsüß. Der muss jetzt nicht aus dieser Packung kommen. Das ist nur ein Beispiel. Dann ein Ei. Und ihr braucht dann natürlich den Blätterteig. Den habe ich hier von Penny gekauft. Der ist schon vorgefertigt. Ihr könnt ihn natürlich auch von einer anderen Marke benutzen. Ja, davon benötige ich aber nur die Hälfte des Teiges. So, als erstes trennen wir das Ei, weil wir benötigen nur das Eigelb. Ich schlage das jetzt einmal auf. Wow. Naja, Vorzeigeeffekt, ne? Da ist das Eigelb, das benötigen wir. Das Eiweiß stelle ich dann kalt. Zum Eigelb kommt jetzt Paprika, je nach Geschmack, wie ihr es gerne mögt. Und ich benutze dann hier diese Gabel, um den Paprika hier ein bisschen einzurühren. Jetzt habe ich den Blätterteig direkt rausgeholt aus der Verpackung und benutze einen Pinsel. Wenn ihr so einen Kuchenpinsel habt, dann nehmt den. Ich muss einen von meinen Malpinseln benutzen, weil ich mal wieder vergessen habe, einen anderen Pinsel zu kaufen. Und damit bestreiche ich jetzt hier den Blätterteig. Hier in Zeitraffer. Und jetzt kommt der Käse drauf. Oder, jetzt kommt es nämlich, ihr könnt auch zum Beispiel noch Kräuter da drauf machen. Ich in dem Fall Oregano oder ich mag ganz gerne Chili. Mir ist es, also ich mache ganz gerne Chili noch mit drauf. Mag es gerne scharf. Müsst ihr gucken, was ihr mögt. Man kann auch Kümmel noch drauf machen, wenn man möchte. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Curry, je nachdem. Also eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Natürlich nur die Gewürze, die ihr auch mögt, drauf machen. Dann kommt der Käse drauf. Den streue ich hier so drüber. Verteile den jetzt komplett. So, überall Käse drauf, drückt den so ein bisschen an, dann nehme ich mir meinen Radler, mit dem radel ich jetzt hier so Stangen raus, ungefähr, ja, 2 cm breit ungefähr, ne? Ihr müsst das nicht so genau nehmen. Ihr könnt auch ein Messer benutzen. Es geht hier mit einfacher mit diesem Radler. Das Ganze wieder in Zeitraffer. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie ihr einfach die Streifen nehmt, einzeln, und verdreht. Also einfach einmal umdrehen, nochmal umdrehen, nochmal umdrehen und nochmal so, dass dann die Unterseite oben und unten auf dem Backpapier drauf trifft. Und das macht ihr dann mit allen Streifen. Das Ganze wieder in Zeitraffer. Ihr seht, das geht doch ziemlich schnell und da ist das fertige Blech.
So, und jetzt geht's ab mit den Blätterteigstangen in den vorgeheizten Backofen. Ja, das ist so mein Lieblingspart im Backofen, die Teile oder den Kuchen, je nachdem, was man dort reinschiebt, aufgehen zu sehen. Ihr seht, es ist einfach fantastisch, wie sich die Blätterteigstangen dann vergrößern und an Farbe gewinnen und sie sehen doch richtig toll und knusprig aus. So, je nachdem wie euer Backofen heizt, sind die Chester-Stangen so ungefähr nach 10-12 Minuten fertig, vielleicht auch früher, wenn ihr einen Umluftherd habt. Ich habe keinen Umluftherd, deswegen kann ich nur davon berichten, wie lange es bei mir gedauert hat. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass gerne ein Like, abonniere auch gerne meinen Kanal und schau gerne wieder vorbei. Ich wünsche dir guten Appetit und viel Spaß beim Nachbacken.